Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und Maddie. Der Maddie sitzt hier schon startbereit, denn ich habe ihm versprochen, wir machen jetzt einmal Seifenblasen. Ich wollte euch aber einmal schnell begrüßen, euch herzlich willkommen heißen und wir sind heute mal wieder ja, zu Hause. Es gibt mal so einen ganz normalen Mama-Alltagsvlog. Aber heute Nachmittag möchte ich gerne noch einen Friseurtermin für die Männer ausmachen, beziehungsweise für die Kiddies und Nimon. Und ja, mal gucken, ob ich noch einen Termin bekomme, dass sie noch schick sind bis zum Wochenende, denn da ist ja die große Abschlussfeier von Marlons Schule und da möchte er natürlich auch schicke Haare haben. Ist irgendwie eine total spannende Zeit, weil jetzt das Grundschulleben vorbei ist. Für Marlon zumindest, Lennox ja noch nicht. Aber ja, deswegen freuen wir uns alle total aufs Wochenende, auf die Abschlussfeier und da wollen die Jungs eben noch schick sein. Das steht heute noch an und ansonsten nehme ich euch jetzt einfach mal mit durch meinen und Maddys Vormittag. Ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß bei dem Video. So, der Maddy möchte in sein Zimmer spielen. Oh ja, da draußen stehen noch die Schuhe. Da draußen stehen noch die Schuhe von gestern, vom Teppichwaschen, ne? Die holen wir nachher, Maddie, weil da ist das Fliegengitter jetzt davor. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal im Zimmer und spielen. Genau, und dann melde ich mich gleich wieder. So, ich habe mit Maddie jetzt eine Dreiviertelstunde im Zimmer gespielt. Jetzt wollte ich ihn gleich noch einmal wickeln. Ich habe mich umgezogen. Es ist so warm wieder bei uns. Ich wollte euch mal mein Outfit zeigen, und zwar eine Bartik-Shorts und einfach ein ganz normales schwarzes Top. Ich habe mir das hier vorne einfach so ein bisschen reingesteckt, ganz locker leicht, denn es ist so warm schon wieder. Da kann ich nicht mit langen Leggings oder Jogginghose oder irgendwas rumlaufen. Da muss das schön kurz und frisch sein. Kann man auch hier so raus machen. Ich weiß nicht. Sieht das komisch so aus? Ich lasse es jetzt mal. Langsam. Alles gekippt. Oi, super. Einmal. Einmal. Also, Melli, der knetet hier jetzt noch ein bisschen. Da. Und ich habe mir jetzt gerade einen Essensplan gemacht, beziehungsweise ja, so ein bisschen aufgeschrieben, was die Kinder sich für die Woche gewünscht hatten oder was ich geplant habe. Und heute gibt es. Moment, ich muss niesen. Kennt ihr das? Ihr müsst niesen, aber es geht nicht. Schon wieder weg. Für heute habe ich geplant einen griechischen Tomatenreis. Hast du rausgeholt, die kleine Perle? Super. Ja, einen griechischen Tomatenreis aus dem Thermomix kann ich euch nachher einmal mitnehmen, wenn es soweit ist. Dann habe ich gestern einen Tzatziki selber gemacht. Den gibt es dann dazu. Und Cevapcici. Das ist unser heutiges Mittagessen. Genau, den Reis, den kann ich dann. Ja, jetzt haben wir 10 Uhr, habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber dann nehme ich euch nachher mit und zeige euch, wie ich den mache. Kann man aber auch ganz normal im Kochtopf machen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt einen Thermomix für haben. Aber ist natürlich einfacher, weil der alles mehr oder weniger von alleine macht. Obwohl den Reis koche ich separat und die Soße für den Reis mache ich dann da drin. Ja, aber der schmeckt auch immer den Kindern total lecker und deswegen gibt es den heute. Und hier hinten seht ihr das. Da und da habe ich schon ganz, ganz viele Bücher für die kommende Schulklasse für Marlon und für Lennox besorgt. Da kommt ja dann doch immer einiges auf uns zu. Das ist ja immer sehr viel, was man da besorgen muss. Die Materialliste habe ich auch schon, die habe ich aber noch nicht ganz abgearbeitet. Aber es hat ja auch noch Zeit. Die Sommerferien haben ja noch nicht angefangen. Ich bin ja schon mal froh, dass ich wenigstens den Großteil an den Büchern schon mal zusammen habe für beide Kinder. Ich glaube, mir fehlen jetzt noch ein paar Bücher für Lennox. Die bestelle ich noch und dann habe ich die Bücher schon mal alle zusammen. So, ich dachte mir, ich fange jetzt schon mal an und habe hier 2 Beutel Reis drin. Die werde ich jetzt einmal kochen und dann zeige ich euch im Thermomix, wie ich die Soße dazu mache. Unser Reis kocht jetzt und ich zeige euch mal, was ihr sonst für die Soße braucht.
Und zwar ist das einmal Butter, eine Zwiebel, ich habe die jetzt geviertelt, zwei Knoblauchzehen, Gyrosgewürz, Salz und Pfeffer, eine Tomate, habe ich jetzt auch ein bisschen klein geschnitten, Tomatenmark und zu guter Letzt Milch. Ich zeige euch das jetzt, wie ich das im Thermomix mache. So, als allererstes kommt Zwiebel und Knoblauch rein. So, Zwiebel und Knoblauch sind drin. Und dann 5 Sekunden Stufe 5. So, jetzt ist es so ein bisschen klein gehackt. So, jetzt habe ich das ein bisschen nach unten geschoben. Und jetzt kommt 20 Gramm Öl. Ich mache das allerdings mit Butter. Es schmeckt viel besser mit Butter. So, 20 Gramm sind drin. Jetzt wird es wieder verschlossen. Und dann 2 Minuten Varoma Stufe 1. Also einfach die Zwiebeln andünsten. Das könnt ihr, wie gesagt, ganz normal auch im Topf machen. So, als nächstes kommen jetzt die kleingeschnittene Tomate da rein und ebenfalls 2 Minuten Varoma. Die sind jetzt angedünstet, wenn ihr das riechen könntet, Butter. Jetzt habe ich die Tomate reingemacht. Jetzt kommt nochmal Deckel drauf und das gleiche Spiel nochmal. So, das haben wir auch geschafft. Als nächstes kommt jetzt 125 Gramm Tomatenmark rein. So, ich habe 5 Gramm zu viel. Ups. Ist aber nicht schlimm, ich habe jetzt 130 Gramm. Und jetzt ist es nur noch eine Minute. Varoma Stufe 1. Und dann kommt nämlich schon unsere Milch dazu. So, als letzter Step, bevor die Gewürze kommen, kommen jetzt nochmal 200 Milliliter bzw. hier Gramm Milch dazu. Die werden jetzt auch nochmal bei einer Minute Varoma gedünstet. Und dann kommen nur noch die Gewürze dazu. Und dann ist die Soße schon fertig. Der Reis ist jetzt auch schon hier am Quellen, den habe ich jetzt ausgestellt. Den lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen ziehen. Und dann kommt nachher einfach die Soße zu dem Reis und schon ist es fertig. Schmeckt wirklich super lecker. Das werden wir jetzt noch einmal umrühren. Einmal kurz mixen. Und dann ist die Soße auch schon fertig. So, ich habe jetzt hier den Reis und die Soße. Das fülle ich jetzt einmal um. Und dann ist es schon fertig. So, ihr seht, ich habe das jetzt da reingemacht. Und jetzt wird das eigentlich nur noch untergemischt. Und dann habt ihr einen super leckeren griechischen Tomatenreis. Also es schmeckt wirklich super lecker. Und ihr könnt das ja euch ganz einfach umwandeln, anstatt den Thermomix das im Kochtopf machen. Die Sachen dann einfach schon vorher klein hacken, die Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und ja, Gewürze rein, Milch rein. Und schon ist es fertig. Ist ganz schnell gemacht und es ist wirklich einfach. Und super lecker. Und dann haben wir den ersten Step vom Mittagessen auch schon erledigt. Das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Wenn ihr das nachgemacht habt, müsst ihr mir das auf jeden Fall mal berichten, wie ihr es gefunden habt. Weil ich habe ganz viele liebe Zuschauerinnen tatsächlich, die einige Sachen schon nachgemacht haben von mir und gesagt haben, sie sind begeistert. Unter anderem eine liebe Zuschauerin, die sich gewünscht hat, dass ich mal diesen Thunfischaufstrich euch zeige. Das werde ich die Tage auch auf jeden Fall mal machen. Genau. Freue ich mich immer drüber, wenn ich euch was weitergeben kann und es euch dann auch schmeckt. So, und der Mady und ich, wir gehen jetzt erst noch mal ins Zimmer ein bisschen spielen. Bevor der Mady Mittag isst und schlafen geht. Ich bin jetzt am Mittagessen machen, beziehungsweise am Cevapcici brutzeln. Den Tisch habe ich soweit schon gedeckt hier hinten. Ich wollte eigentlich mich noch an mein Video setzen, das zu bearbeiten. Aber Mady hat so lange gebraucht, um einzuschlafen und jetzt kommen die Kiddies schon gleich, deswegen habe ich das nicht mehr geschafft, aber egal. Das muss warten, das mache ich dann eben später. Vielleicht habe ich nachher noch kurz Zeit, das zu bearbeiten, wenn die Kinder fertig sind mit Hausaufgaben machen. Und ansonsten mache ich heute Abend. Genau. Ich bin sowieso mal gespannt, wie es jetzt mit Hausaufgaben aussieht. Ich vermute ja, dass jetzt nicht mehr allzu viel auf ist, weil in einer Woche ja Ferien sind, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß.
So, Essen ist fertig. Das ist unser Tomatenreis, den habt ihr ja schon gesehen. Dann meinen selbstgemachten Tzatziki und die Chibabchi. Ja, der Maler ist jetzt auch da von der Schule. Hallo. Hi. Und dann noch ist noch Hände waschen und dann können wir essen. Hast du Hunger? Mhm. Sehr gut. So. Lennox ist auch da. Hallo. Hallo. Dann können wir jetzt essen. Hast du auch Hunger? Ja. Sehr gut. So, ja, wir laufen jetzt zum Friseur und gucken mal, zumachen, ob da was los ist. Weil ich hatte heute Morgen angerufen und die vergeben keine Termine mehr. Also man soll dann einfach so hinkommen. Lass uns mal überraschen. Papa kommt auch gleich dahin, ne? So, guck mal, wen wir getroffen haben. Wen habt ihr getroffen? Wer hat getroffen? Papa! Mich habt ihr getroffen? Hallo Maddox! Bist du heute beim Friseur? Nein. Willst du heute Haare schneiden? Und wer ist schon da drinnen? Da! Wer ist da? Joey! Ja, sollen wir mal gucken, was der Marlon? Marlon sitzt schon. Hey Kinder, hallo! Hallo! Wo wart ihr denn? Beim Friseur. Beim Friseur? Und wo warst du? Ich war beim Friseur. Was habt ihr da denn bekommen? Ein Lolli und ein Gel. HG? Cool! Und das ist 12, also richtig stark. Oioioi, oh, nicht schlecht. Ist 7.
Und du mit deinem Lolli da? Ha? Lolli-Junge? Er sagt, ich auch. Wurde gesagt, beim Friseur. Friseur, erfolgreich gemeistert. Maddie hat sich so sehr gefreut. Und dann am Ende hatte er nicht so Lust. Aber es hat alles gut geklappt. Die Männer sind alle wieder schick. Und es geht dann nach Hause. So, ihr Lieben. Ich wollte mich eigentlich jetzt noch von euch verabschieden. Wir sind alle geduscht. Die Kiddies, die Kiddies ebenfalls. Die waren ja voller Haare. Jetzt mache ich noch Abendessen und dann geht's ins Bett für die Kinder. Denn morgen ist ja wieder Schule. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis dann. Tschüss.